Wenn sich zwei berühmte Menschen trennen, kommt es nicht selten zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Doch der juristische Streit zwischen den Schauspielern Johnny Depp und Amber Heard hat schon außergewöhnliche Ausmaße angenommen. Es geht um Vorwürfe körperlicher und seelischer Gewalt in der Beziehung und um Verleumdungen. Die Gerichtsverhandlung wurde von Millionen Menschen per Livestream verfolgt und viele hatten sich schnell selbst ein Urteil gebildet. Nun hat die Jury ihres gesprochen. Standing Ovations für Johnny Depp in London. Während er mit Musiker Jeff Beck auf der Bühne der Royal Albert Hall steht, berät 6000 Kilometer weiter westlich eine siebenköpfige Jury über sein Schicksal oder zumindest sein Vermögen und das seiner Ex-Frau Amber Heard. 6 Wochen lang liefern sich die beiden Schauspieler eine verbale Schlammschlacht vor Gericht. Es geht um Verleumdung, um psychische und physische Gewalt. Oh Gott, hat er mich gerade geschlagen? Nein, ich wollte ihn nicht verlassen. Ich wollte nicht, dass das alles real ist. Ich habe ihn doch geliebt. Und dann nahm sie die Flasche und hat nach mir geworfen. Während sie als einstiges Hollywood-Traumpaar nur Augen füreinander hatten, würdigt er sie vor Gericht keines einzigen Blickes. Auch nicht, als jedes wirklich noch so groteske Detail ihres Privatlebens ausgebreitet wird, bis hin zu den Haustieren. Sie hat das Welpe Johnnys Marihuana gefressen und hatte die ganze Zeit Verdauungsprobleme. Ein Gerichtsverfahren mit Soap-Opera-Charakter. Millionen Menschen verfolgen und kommentieren den juristischen Rosenkrieg im Netz und vor dem Gerichtsgebäude in Fairfax, Virginia. Die meisten sind pro Johnny Depp, werben sogar unter dem Hashtag Gerechtigkeit für Johnny für seine Unschuld. Die Jury spricht Amber Heard in großen Teilen schuldig, gibt ihr in einigen Punkten aber auch recht. Ihm werden 15 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen, ihr 2. Am Ende haben beide verloren.